Yes, cool, man. You're a nice guy, man. You eat tuber? Yeah, a little bit. Oh. In German. What's your name? Farama. Farama. Yeah. Nice to meet you. I'm Holly. Nice to meet you. Wer noch nie in Nepal war, also wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht lange hier, aber das, was ich bis jetzt gesehen hat, es ist ein Lebenstraum auf jeden Fall, was ich mir gerade erfüllt. Jeder will irgendwie ein besseres Leben haben. Jeder will gerecht bezahlt werden. Aber am Ende des Tages sind sie dann auch nicht bereit, Geld auszugeben. Also, und ja, und das ist halt real life, gell? Nepal komplett unzensiert. Wir sind gerade in Kathmandu unterwegs und muss echt sagen, der Straßenverkehr, der geht gerade echt voll gut. Also, es ist zwar Lärm, es ist viel los, es ist crowded, aber gegenüber Abend, wo ich gestern angekommen bin, total tiefenentspannt. Ja, ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen was aus Nepal zeigen dürfen. Ich habe ja quasi meine Weltreise eigentlich mal gestartet und auch den YouTube-Kanal. So, ich möchte dir gerne die Welt durch meine Augen zeigen dürfen. Und ja, in den letzten Wochen, Monaten bin ich einfach so in mir gegangen, in mich gegangen und habe so festgestellt, so, ich möchte es jetzt endlich ändern. Ich habe mich lange davor gescheut, einfach die GoPro zum Schnappen rumzulaufen und dir einfach mal diese Welt zu zeigen. Warum ist es so? Natürlich spreche ich über Geld. Ich spreche darüber, was zum Beispiel ein Fitnessstudio kostet, was meine Wohnung kostet, dies, das, Ananas. Und es ist total toxisch geworden. Nicht die, die mich schon länger verfolgen, sondern ich habe dadurch eine große Reichweite bekommen, extrem große sogar, und das war dann so toxisch. Wenn du am Tag 20, 30, 40, es sind eigentlich eher Richtung 100 Nachrichten gegangen, fast teilweise, boah Holly, das ist alles so teuer, boah, wie kannst du nur, es geht alles viel günstiger, und dann verlierst du einfach selbst die Lust. Und die Lust, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich verloren gehabt. Also es ist ja selbstverständlich, wenn dir jemand die ganze Zeit sagt, so boah, war so richtig toxisch, so richtig deutsch, gell? Und ich habe einfach festgestellt, so fuck it up, ich erfülle mir gerade einen Lebenstraum, ich möchte dich an meinem Lebenstraum teilhaben lassen, dir ein bisschen was aus Kathmandu zeigen. Und das Geile ist, ich muss zwar noch buchen, aber wenn das Video online ist, habe ich den Flug schon gebucht. Bei uns geht es dann natürlich auch nach Lukla. Und nicht nur irgendwas, sondern ich muss mir dort dann noch einen Guide und einen Sherpa suchen, idealerweise einen Sherpa-Guide. Und dann gehen wir auch gemeinsam zum Basecamp Number One on the Everest. Oh, da kriege ich gleich direkt Gänsehaut. Ah, das wird brutal geil. So, jetzt aber schauen wir uns einfach die City ein bisschen genauer an. Also es ist eine komplett andere Welt hier. Ich zeige dir das jetzt einfach mal. Es ist echt, keine Ahnung, also man kann das, glaube ich, gar nicht so richtig in Worte fassen. Das muss man einfach, glaube ich, so ein bisschen miterleben. Die Leute sind halt brutal nett. Die verfolgen dich auch so ein bisschen, weil die möchten hier natürlich auch so ein bisschen Englisch lernen. Weil je besser sie am Ende des Tages Englisch können, desto höher ist ja auch ihr monatliches Einkommen. Ich bin hier, kommt mir so ein bisschen vor, in einer touristischen Gegend. Ist jetzt nicht so meins. Jetzt schauen wir mal, dass wir irgendwas Vernünftiges zum Essen finden, weil ich habe Knast ohne Ende. So, wir sind jetzt gerade schön essen hier. Du siehst es. Das Ganze nennt sich Mouton Set Diodo. Kostet umgerechnet, jetzt lass mich ganz kurz rechnen, nicht mal 4 Euro. Und du siehst es, sieht lecker aus. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich probiere das jetzt mal und dann gebe ich auf jeden Fall ein Update. Seit 2019 kaufe ich meine Aktie beim Zero Broker. Das Besondere daran ist, ich zahle seit 2019 keine Ordergebühr mehr, habe ja locker 1000 Euro dadurch sparen können. Und das Besondere daran ist, das kannst du nämlich auch ganz einfach mit dem Link unten in der Videobeschreibung machen und bekommst zusätzlich noch einen Bonus bis zu 170 Euro. Ebenfalls ist zum Beispiel auch der Link dort für meinen kostenlosen Newsletter. Dort gibt es regelmäßige spannende Updates zu Dividendenaktien. Also kurzum, das Essen hier ist brutal lecker. Also ich war jetzt schon zweimal essen. Richtig gut, so eine leicht angehauchte indische Küche. Und was hier eigentlich besonders interessant ist, ist, dass du, wenn du zum Beispiel fertig gegessen hast, irgendwas, dass die noch Nachschlag bringen und alles. Und hey, brutal geil. Also wer noch nie in Nepal war, also wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht lange hier, aber
das, was ich bis jetzt gesehen hat. Es ist ein Lebenstraum auf jeden Fall, was ich mir gerade erfülle. Ja, und wenn wir schon unzensiert hier unterwegs sind, gell, also ich finde das... Hello, Mister! Ja. Es ist so geil hier, also keine Ahnung, es ist so... Es ist halt, glaube ich, auch gerade so das Richtige, was ich brauche einfach. Hier mal so ein bisschen durch die City durchgehen. Es ist alles crowded, es ist aber so cool eigentlich. Einfach mal so ein bisschen die ganzen Sachen hier einfangen, weißt? Ich bin der Meinung, natürlich waren schon einige hier in Nepal, dies, das, Ananas, aber wer vom Finanzbereich war denn schon mal hier? Wo sitzen sie alle? Irgendwo daheim im Kämmerchen und kommen nicht raus, sparen die ganze Zeit das Geld, sind geizig, da können wir auch mal gern einpacken und geben das Geld am Ende des Tages nicht aus. Am Ende des Tages ist Geld, wie soll man das sagen, es ist ja Energie und diese Energie muss ja freigegeben werden. Du kannst dir so viele geile Sachen kaufen, du kannst Menschen unterstützen. Ich habe ja auch im letzten Video, das kann ich da oben mal verlinken, einfach mal drüber gesprochen, was ich an Trinkgeld zum Beispiel die ganze Zeit ausgibt, über etwas, was ich normalerweise nie öffentlich sprechen tue. Und auch jetzt gerade wieder, es sind so viele Nachrichten reinkommen, dass die 10 Euro, was ich zum Beispiel für das Gym für eine Woche zahle, viel zu teuer ist. Also ich gehe jetzt 6 Mal ins Gym, also zahle ich pro Eintritt nicht mal 2 Euro. Und ich denke mir so, wo ist das bitte teuer? Sag mir das mal bitte einer. Wo sind 2 Euro für ein Fitnessstudio-Eintritt teuer? Also keine Ahnung, wo alle irgendwo leben. Jeder will irgendwie ein besseres Leben haben. Jeder will gerecht bezahlt werden. Aber am Ende des Tages sind sie dann auch nicht bereit, Geld auszugeben. Also es ist so eine absolut surreale oder eine unwirkliche Welt, wo wir teilweise leben. Jeder will höher, jeder will weiter, jeder will besser, jeder will mehr Geld verdienen. Jeder will mehr Geld ausgeben am Ende. Nee, eigentlich gar nicht. Irgendwie ist das ziemlich geizig, ziemlich toxisch das Ganze geworden. Deswegen macht mir auch YouTube echt keinen Spaß mehr. Also das dürft ihr schon auch merken, gell? Also ich nehme da kein Blatt vor den Mund oder sonst irgendwas, das Gute ist. Ich bin nicht darauf angewiesen, aber ich bin es mir selbst schuldig, weil ich mir das gesagt habe, so, ich möchte den Menschen einfach die Welt durch meine Augen zeigen. Und da gehört auch einfach solche Sachen einfach dazu. Einfach mal zu realisieren, in was für einer geilen Welt wir leben dürfen. Wie krass das hier ist. Hier, schau mal an, schau dir mal diese Straßen an. Und du in Deutschland oder egal wo du sitzt, jammerst dann rum wegen Straßenverkehr, wegen Straßenverhältnis oder sonst irgendwas. Das hier ist real Leben. Und das ist eigentlich echt, also keine Ahnung, ich liebe es. Es erdet mich auch gerade so wieder. Vor allem auch mit dem Bezug auf Leitungswasser, Trinkwasser. Ich meine, sowas wie Thailand und Co. weiß man ja, dass man Trinkwasser nicht trinken sollte. Aber das hier, das hat so einen krass komischen Duft, dass ich das nicht mal im Mund reinnehme. Und das heißt schon ganz, ganz viel. Also normalerweise bin ich da überhaupt nicht so. Und ja, und das ist halt real life, gell? Und deswegen gibt es hier auch keine so großen Autos, sondern eher mehr die kleinen Autos. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Genau beim Trinkwasser. Leitungswasser. Überleg mal, wie krass geil das eigentlich in Deutschland ist. Oder zum Beispiel auch zuletzt in Japan bei mir. Du machst einen Leitungshahn auf und kannst das Wasser trinken. Das ist ein absolutes Privileg, was... Thank you. Germany. Sorry. Germany. Thank you. Und das ist hier halt auch so geil, weißt? Das ist das, was ich auch vorher gemeint habe. Die Leute, die versuchen halt mit dir immer so ein bisschen in ein Gespräch reinzukommen, damit die Englisch lernen, die sind interessiert dran. Was mir auch persönlich, das ist, ich finde das echt cool, die Menschen mustern dich hier von oben bis unten und dann wieder return und das ist schon was sehr cooles. Und cool auch hier, Tattoo-Laden, ich lasse mich aber hier nicht tätowieren. Es ist halt hier real life, weißt? Es ist so krass einfach. Ich komme nicht klar drauf. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß auf jeden Fall bei dem Video. Und ganz wichtig, lass ein Abo da. Schreib mir auch in die Kommentare rein, was du gerne sehen möchtest. Ich muss jetzt mal auf die Mappe schauen, weil ich muss jetzt dann auf jeden Fall... Hätte eigentlich schon längst vorher links abbiegen müssen, aber das ist ja das Coole. Ich habe heute sonst nichts mehr zu tun. Ich laufe jetzt da gemütlich rum und gehe dann in eine Shopping Mall hier, weil dort gibt es ein Kino. Und ich schaue mal,
weil ich mag am Wochenende ins Kino gehen. Ja, ist cool, man. You're a nice guy, man. You eat too much? Yeah, a little bit. Oh. In German. Oh. He's really cute. When did you arrive here? So, I arrived yesterday evening, so it's my first day here. Welcome to Pal. Oh, it's a lovely place here. Really, really nice people, friendly people. It's something I really like. So you also, is it okay? Yeah, you're in no German. Problem. What's your name? Farama. Farama. Yeah. Nice to meet you. I'm Holly. Nice to meet you. John. Where are you now? Sorry? Where are you now? So I turn left to the, it's a shopping mall with a cinema because I like to go to the cinema on the weekend. Mm-hmm. So I like to go there and look a little bit around and see what's going on here. Oh, I love it, and the people are really friendly here. So you talk in English because you like to practice your English and everything, and that's really good. Ja, Sean, so geht es hier einfach. Angesprochen werden, du hast ein bisschen Kontakt hier. Und das ist halt echt was, hey, überleg mal, gibt es sowas in Deutschland oder sonst irgendwas nur sehr selten? Und das ist halt einfach... How long have you stayed here? Maybe in total 1 month, but I have the visa for 90 days. Uh-huh. Because I don't know. If I like it here, I stay longer here. So, ja, mein Englisch ist nicht so gut. Wir schauen jetzt einfach mal, was die nächste Zeit so abgeht hier. So, und das ist ja das. Wo hast denn du solche Sachen, dass du einfach mit Menschen quatschst, also mit wildfremden Menschen, wo du vorher noch nie gesehen hast? Normalerweise in Deutschland wartet man ja so ein bisschen ab und alles. Keine Ahnung, ich feiere das halt hier gerade voll, gell? Also tut mir menschlich auch extremst gut. Wie gesagt, das erdet alles extremst. Und ich denke mal, ihr seht es auch von den Eindrücken her. Es ist crazy. Wie gesagt, auch das ganze Thema Trinkwasser. Du siehst es, hier so richtige Einkaufsläden gibt es gar nicht. Wird jetzt gerade auch wieder von der Dame links gemustert. Ich glaube, dass die das auch gar nicht so kennen, dass man hier mit Kamera und alles rumläuft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, über mein eigenes Leben, es ist ein absolutes Privileg, wie ich leben darf. Ich bin dafür immer wieder geflasht einerseits und andererseits extremst dankbar dafür. Und schau, boah, das ist auch so krass. Also hier ist irgendwie so eine Kreuzung und dann gehst du halt einfach mal in eine andere Straße rein und dann zeige dir das jetzt einfach mal und fang das einfach mal so ein. Das meine ich, wo hast du sowas? Wo siehst du sowas? Wir sind doch alle extremst verwöhnt. Wir sind alle auf einer gewissen Art und Weise immer unzufrieden mit unserem Leben. Und wenn du hier einfach mal durch die City läufst, dieses Real Life, wie ich schon mal erwähnt habe, miterlebst, das ist so krass einfach. Und es ist keiner hier irgendwie unzufrieden oder sonst irgendwas. Natürlich, ich werde hier von oben bis unten gemustert. Aber ich feiere das einfach so extremst und auch die Leute hier total nett einfach. Es gibt so gut wie keine Kriminalität. Ich hätte mir da jetzt auch überhaupt keine Sorgen oder würde mir da jetzt auch keine Sorgen machen. Ich meine, jetzt unbedingt abends rausgehen, es ist so schlau, sollte man sein, dass man das jetzt nicht unbedingt macht. Vor allem ist abends auch brutal viel Lärm durch die Autos und alles. Es ist halt schon echt crazy hier. Also, ich glaube, keine Ahnung, wie oft ihr jetzt schon crazy, verrückt oder sonst irgendwas gesagt hat. Also es ist halt, schaust dir an. Ich bin fasziniert.